Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, jetzt auch live und gleich nicht voller Länge, aber zumindest einige Stunden hier bei ZDF Sport Extra nach Tennis und Vielseitigkeitsreiten. Jetzt eine sehr vielseitige Sportart, Leichtathletik, die Team-Europameisterschaft in Cheboksary. Ja, wo das liegt, müssen wir, glaube ich, auf der Karte erstmal zeigen. Von Berlin sind es schon so ein paar tausend Kilometer, wenn man dann hinüberfliegt an die Wolga. Genauer gesagt sind es 2210 Kilometer offiziell Cheboksary, dann nochmal 180 Kilometer bis Kasan. Und wenn man nach Westen nochmal schauen würde, 660 Kilometer nach Moskau. Wir schauen uns ein paar Bilder an von dieser Stadt, die Sie vielleicht eben noch nicht gehört haben, den Namen, aber sie hat immerhin fast eine halbe Million Einwohner. Natürlich kulturell ausgestattet. Für die Touristen ist gesorgt an der Wolga. Es gibt zum Beispiel eine wunderbare Treppe, da läuft man 390 Stufen runter, um aus der Fußgängerzone ans Wasser zu kommen. Tradition und Moderne kennen wir aus vielen, vielen mittelgroßen russischen Städten. Und was es hier auch gibt, und das überrascht uns, ein Olympiastadion. Wir haben uns mal informiert, solange das Internationale Olympische Komitee nichts dagegen hat, kann man auch in dieser Stadt das Stadion so nennen und die fünf Ringe zeigen. In diesem Stadion wird also der sechste Team-Europameister nach diesem neuen Modus ermittelt. Der fünfte, den kennen Sie vielleicht. Anja Fröhlich schaut nochmal zurück aufs vergangene Jahr. Der Team-Europameister ist zurück. Bereit für die Titelverteidigung. Im vergangenen Jahr zu Hause in Braunschweig überrascht die deutsche Mannschaft mit 10 Einzelsiegen und 14 weiteren Podestplatzierungen. Auch in diesem Jahr sind sie wieder angriffslustig. Verzichten müssen sie allerdings auf ihren Kapitän Robert Harting. Er fällt aus, verletzungsbedingt. Der Herausforderer, Russland. Ein starkes Team mit Heimvorteil. Das Ziel von Cheboksary, zurück an die Spitze. Nummer 1 in Europa, der Sieg. Die ausgeglichene deutsche Mannschaft ist gerüstet für das Duell. Im aktuellen Team 17 Athleten, die bereits beim Titelgewinn 2014 dabei waren. Angeführt wird die deutsche Mannschaft von den drei aktuellen Weltmeistern. Christina Oberkvöll nach der Babypause fast bei alter Leistungsstärke angekommen. Aufsteigende Formkurve bei Raphael Holzdeppe. Und bereits bärenstark David Stoll, Zweiter der Weltjahresbestenliste. Es geht um die Krone in Europa. 2 Tage, 12 Teams, 20 Disziplinen. Am Ende ein Team Europameister. Und das Ganze wollen wir jetzt noch mal optisch ein bisschen aufbereiten, was die Regeln betrifft, das Regularium bei dieser Team-Europameisterschaft. Also 12 Mannschaften in der sogenannten Super League und es werden Punkte verteilt, jeweils 20 Disziplinen bei den Frauen und den Männern. Also 40 Mal gibt es 12 Punkte für Platz 1, 11 Punkte für Platz 2 und demzufolge dann einen Punkt für den 12. und letzten Platz. Besonderheit, maximal 4 Fehlversuche darf man sich leisten im Stabhoch und im Hochsprung. Und die anderen Sprungwettbewerbe, wie auch die Würfe, auch was anderes als bei den normalen Klassikern. 3 Versuche nur gibt es für alle und die besten 4, die dürfen dann noch einen hinten draufsetzen sozusagen. Also, wir haben es gesagt, die Deutschen sind Titelverteidiger, die Russen mit Heimvorteil werden natürlich auch als sehr, sehr stark eingeschätzt. Es ist schon eine Menge passiert, es wird noch eine Menge passieren. Wir müssen schnell zusammenfassen die ersten Ergebnisse mit Wolf-Dieter Poschmann und Peter Leißl. Viel Spaß hier in Cheboksary. Ja, und dieser Leichtathletik-Nachmittag, er beginnt mit der kürzesten Laufstrecke, den 100 Metern, der Strecke mit dem größten Glamour-Effekt, könnte man sagen. Tatjana Pinto vertritt hier Deutschland, die deutsche Meisterin des Vorjahres aus Münster, Vater übrigens Portugiese, Mutter aus Angola, in einem Feld, das können Sie an den Saisonbestleistungen ermessen, sehr eng zusammen ist, sind übrigens immer nur 6 Läuferinnen in einem Lauf gemeinsam, aber 12 Nationen starten. Das heißt, wir haben bereits einen B-Lauf gesehen, einen vermeintlich schwächeren Lauf, in dem starker Gegenwind herrschte und die Siegerzeit nur 11,80 Sekunden betrug. Also durchaus anzunehmen, dass diese 6 hier schneller sind und die ersten Plätze unter sich ausmachen. Eva Svoboda haben wir gesehen, die junge Polin, noch keine 20 Jahre alt, Tatjana Pinto inzwischen mit 22 schon ein bisschen routinierter. Bestleistung in diesem Jahr 11,23. Die Russin Demirova
Und dann diejenige, die sich ein bisschen heraushebt aus diesem sehr homogenen Feld von ihrer Bestleistung her, Aisha Philipp aus Großbritannien, die 11.10 schon in diesem Jahr gelaufen ist, die Landesmeisterin der letzten beiden Jahre, Natalia Prochredniak aus der Ukraine, ganz außen, ja, die Ukraine durchaus hier von vom Publikum in diesem Stadion, das 14.000 fast, ganz gut angenommen mit höflichem Applaus. Start. Pinto richtet sich spät auf, kommt nicht so gut in Tritt wie die Polin rechts von ihr. Aisha Philipp, die Britin, jetzt schon vorne. Philipp Prochredniak, die beiden setzen sich ab. Kann es Platz 3 werden für Tatjana Pinto? Es wird es leider nicht, sondern Platz 4. Das ist nicht schlecht. Das gibt nach der herrschenden Arithmetik hier immerhin 9 Punkte für die deutsche Mannschaft. Also das ist kein großer Verlust. Sie, die Favoritin, hat hier gesiegt. Ja, Sie werden sich vielleicht wundern, wieso hier unsere beste Verena Seiler nicht dabei ist. Die ist noch nicht so richtig in Schwung gekommen. Will die WM-Norm, die Tatjana Pinto schon in der Tasche hat, jetzt am Wochenende in Bottrop laufen. Noch einmal das Rennen. Das ist ihr Stil. Sehr spät blickt sie nach vorne. Erst nach 40 Metern sind die Augen nach vorne gerichtet. Sie sieht, die Polin ist vor ihr. Sie spürt es, aber sie kommt nicht mehr vorbei. Und der Gegenwind war auch noch relativ deutlich. Also die Zeit ist hier Nebensache sowieso bei diesem Wettbewerb, in dem es um die Platzierungen geht. So gesehen ist ein 4. Platz mit 9 Punkten für sie hier nicht das Schlechteste. Der Start war eigentlich ganz gut. Der Freilauf eigentlich an sich auch. Aber dieser Übergang, da verliert man dann schon eine Menge. Aber hier geht es ja um Punkte. Und die habe ich geholt. Ich glaube 9. Und deshalb, jeder Punkt zählt. Und ja, dafür sind wir hier, für das Team. Und jeder Punkt zählt natürlich auch für ihn hier, den 100 Meter schnellsten Deutschlands zu diesem Zeitpunkt, Sven Knipphals, den Mann vom VfL Wolfsburg, mit 10,13 Sekunden verbessert in dieser Saison. Das sind seine Gegner, insbesondere auf der Bahn 4, der schnelle Brite und natürlich der Mann auf der Bahn 5, Christophe Lemaitre, der in Barcelona der Erste war, der alle drei Strecken für sich entscheiden konnte. Aber den größten Applaus bekommt natürlich er hier. Es ist ein Heimspiel. Viele andere Menschen aus Europa hat es nicht hierher verschlagen. Warum auch? Das ist alles zu kompliziert. Also Alexander Bretnev innen, Angel Rodriguez, der Spanier, 35 Jahre schon. Und dann hier er, Richard Kilty, der Brite, mit 10,05 Sekunden der schnellste in diesem Team. Denn er, Christophe Lemaitre, er hat mit 9,92 Sekunden gelaufen im Jahr 2011, in dieser Saison erst 10,16 stehen. Sven Knipphals, er ist kein guter Starter, er ist aber einer, der stabil ist, im Wettkampf stabil geworden ist. Vitali Korsch aus der Ukraine mit 10,33 Sekunden, sicherlich auch nicht der stärkste. Also die Favoriten sind natürlich Christophe Lemaitre auf der Bahn 5 und dann rechts und links neben ihm Richard Kilty aus Großbritannien und Sven Knipphals. Bedingungen ausgesprochen schwierig. Es weht ein strammer Gegenwind, der aber sehr differiert. Knipphals kommt schlecht aus den Blöcken, das ist keine Überraschung. Lemaitre gewinnt locker und leicht vor den Briten, vor Richard Kilty und immerhin Sven Knipphals holt hier Platz 3 und damit 10 Punkte. Das ist ja wichtig, denn wir haben es eben gehört von Tatjana Pinto, es zählt hier die Mannschaft, es zählen die Punkte. Er wird nachher noch mit der 4x100-Meter-Staffel antreten. Er, Christophe Lemaitre, ist der Gewinner bei 1,7 Meter pro Sekunde Gegenwind. Wenn man mal rechnet, dass 1 Meter pro Sekunde so in etwa eine Sekunde ist, also rechnen Sie mal 0,2 weg, dann 0,2 Zehntel, dann 2 Zehntel, also 0,2 Sekunden, dann ist es natürlich eine Zeit, mit der er halbwegs zufrieden sein kann, aber zu früh in der Saison. Die Weltmeisterschaften sind erst im August in Peking. Sie haben gesehen, dass Sven Knipphals da, das ist seine übliche Schwäche, so ein bisschen Schwierigkeiten hat in der schnellen Beschleunigung. Der Spanier hat eine Zerrung, humpelt aber durch, um diesen einen Punkt unbedingt
noch zu erreichen. Also vernünftiger, aber kein überragender Beginn für die deutschen Sprinter. 10:13 in der Hitze von Regensburg, jetzt 10:50 in der noch größeren Hitze von Csepgyakszi. Was allein der Wind, heute nämlich minus 1,7. Ja, es sind 4 Meter Unterschied im Vergleich zum letzten Wettkampf. Und man sagt ganz grob eine Zehntel für 1 Meter Wind. Das passt ungefähr in den Dreh. Damit sie halt kein perfektes Rennen gemacht. Aber heute ging es um Platzierung, bin damit Dritter. Und denke, damit habe ich genau das erfüllt, was ich mir vorgenommen habe. Klar hätte ich gerne vorne einen Kilti noch ein bisschen gekratzt. Aber da muss ich dann meinen Start perfekt treffen. Und ich bin ein Typ, der mit Topspeed, gerade mit Wind, besser umgehen kann. Bin jetzt lange nicht gegen Wind gelaufen. Aber ich bin eigentlich zufrieden. Die Zeit ist natürlich nicht doll, aber heute geht es um Punkte. Und davon habe ich ein paar geholt. Fazit: Germany 10 Points. So sieht's aus.